CEO. Oh. The money comes in, the parade comes to town. Going down Broadway is a one-way street, whichever way I go. Hallo, liebe Goldsucher. Das Pokémon-Universum wurde vor über 25 Jahren erfunden. Aber abgesehen von ihrer eigenen Popularität lebt ihr Erbe weiter und inspiriert neuendliche Spiele. Pokémoni ist nicht nur ein Kryptospiel, sondern die wahre Geschichte eines gewöhnlichen Menschen, der sein Schicksal findet, gegen die Dunkelheit kämpft und sowohl im Meta-Universum als auch im echten Leben reich wird. Atlas, ein altes verlorenes Land, war einst die friedliche Welt von Nekos. Doch eines Tages begann eine dunkle Macht, die schönen Nekos zu verschlingen und ihre Mineralien zu verschwenden. Atlas braucht tapfere Neko-Meister, um sie zu retten. Wecke das schlafende Neko in einem Pokéball und begib dich auf eine gefährliche und geheimnisvolle Reise, um heilige und alte Legenden zu finden. Mit einem Führer aus den Legenden wird die dunkle Macht versiegelt, Atlas wird gerettet und alle Neko-Meister werden heilig und superreich sein. Pokémoni ist ein Projekt, das auf der BSC-Kette basiert, daher müssen die Spieler eine BSC-Adresse erstellen. Es gibt inzwischen viele Geldbörsen, die die BSC-Kette unterstützen, darunter MetaMask, die heute die beliebteste ist. Die Spieler können ihre eigenen Neko im Shop des Spiels kaufen und erstellen. Jeder erstellte Charakter erhält zufällige Karrierepunkte, Attribute und Talente. Jeder Neko hat die Form von NFT-Tokens, sodass ihr Besitzer sie frei übertragen oder verkaufen kann. Das Niveau ist eine der wichtigsten Eigenschaften eines Neko. Das Aufleveln eines Nekos erhöht seine Kaufeffizienz und Extraktionsgeschwindigkeit. Aber die Kernattribute des Nekos werden dadurch nicht verbessert. Die Herausforderungen sind von hohem Niveau und erfordern die entsprechende Neko-Stufe, um teilzunehmen. Es gibt verschiedene Arten von Neko in Pokémoni. Sie alle haben ihre eigenen einzigartigen elfischen Eigenschaften. Mit der Weiterentwicklung des Pokémoni-Spiels und den Updates werden weitere Charaktere freigeschaltet. Zurzeit gibt es 4 Neko-Typen: Kampftyp, Felstyp, Geisttyp und Geistertyp. Die Nekos werden auch in gelernte und ungelernte Arbeiter unterteilt, mit einem Prozentsatz von 12 bzw. 88%. Ein erfahrener Neko zeichnet sich durch einen erhöhten Wert der primären und sekundären Merkmale aus. Die Kampfeigenschaften deines Nekos bestehen aus Lebenspunkten, Angriffswerten, Verteidigung, Magieresistenz und Trefferquote. Alle Charaktere sind grundsätzlich in 6 Attribute unterteilt: Stärke, Beweglichkeit, Körperbau, Intelligenz, Willenskraft und Geist. Darüber hinaus verfügen die Nekos im Kampf über eine Vielzahl großartiger Fähigkeiten. Je nachdem, wie die Fähigkeiten erworben werden und nach welchen Regeln sie vererbt werden, werden sie in 3 Kategorien unterteilt: normale, erforderliche und verbundene Fähigkeiten. Im Allgemeinen gibt es eine ganze Reihe von Spielfunktionen und Sie können weitere Einzelheiten auf der Webseite herausfinden. Lassen Sie uns nun über die finanzielle Komponente sprechen. Pokémoni hat ein duales Token-Ökosystem PNY und NKG. Ein duales Token sorgt dynamisch für ein feines Gleichgewicht verschiedener inflationärer und deflationärer Mechanismen zwischen diesen Einheiten und gewährleistet die langfristige Lebensfähigkeit des Pokémoni-Ökosystems. POY-Token-Besitzer können sich am Community-Management beteiligen und bei wichtigen Spielentscheidungen mitreden sowie regelmäßig Goldgeschenke erhalten. Darüber hinaus werden POY-Münzen für einige wichtige Aktionen im Spiel benötigt, zum Beispiel für die Erstellung von Helden, das Schmieden seltener Ausrüstung und die Teilnahme an PvP-Kämpfen, um mehr Ressourcen zu erhalten. POY kann auf DEX gekauft werden, zum Beispiel auf Pancake. Ein Großteil der von den Spielen gezahlten POY wird zur Festlegung von Eventbelohnungen verwendet und an die Spieler zurückgegeben.
NKG ist die Hauptwährung im Spiel und wird für die meisten Aspekte des Spiels verwendet. Zum Beispiel muss Neko NKG für Upgrades, für Ausgaben bei der Teilnahme an PvP-Kämpfen und für die Vorbereitung von Ausrüstung verbrauchen. Sie können NKG auch verwenden, um Nekos andere Meister anzuheuern, um ein Team zu bilden und so weiter. NKG kann auch über die DEX-Plattform gehandelt werden. Neben den Kämpfen gegen die Mächte der Finsternis haben die Nekos auch ein eigenes Leben und eine eigene Arbeit. Wenn Charaktere nicht auf Abenteuer gehen, können sie einige Aufgaben erledigen, um NKG zu erhalten. Sie müssen nur einen Knopf drücken und Neko fängt an zu arbeiten und erhält das NKG. Für verschiedene Arten von Arbeitsplätzen gibt es unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich der Eigenschaften und des Niveaus. Je höher die Anforderungen, desto höher das Gehalt, das Sie bekommen können. Pokemoney verfügt über einen eigenen Handelsraum für den Kauf und Verkauf von Nekos NFTs und Ausrüstung. Das Spiel sieht ziemlich interessant und vielversprechend aus, also schaut euch die Seite unter dem Link in der Beschreibung an und macht mit. Ich freue mich auf euer Feedback in den Kommentaren und das verliere mit euch. Bye bye!